Die neue Staffel von Prime verliebt hat begonnen. Wird Prime es diesmal schaffen, Amanda für sich zu gewinnen? Oder ist Prime doch nicht der Richtige für sie? Und was wird mit Blackie passieren? Wird er auf Amandas Seite bleiben oder nicht? All das erfahrt ihr in dieser Staffel. Viel Spaß beim Video. Bleib hier, Cindy. Nicht bewegen, bleib einfach da, ich werde mit ihm alleine reden. Hey, Erbsen hören, so brauchst du schon gar nicht bei mir anfangen. So war das auch gar nicht gemeint. Du raubst mir meine wertvolle Zeit. Stopp. Princess, ich habe dafür keine Zeit, das habe ich dir schon gesagt. Ich weiß, du bist wütend und es war anders, als ich noch die Herdenleiterin war. Und du willst irgendetwas verändern. Ich spüre es doch, du möchtest es, aber du wirst es nicht sagen. Amanda, da ist nichts. Du suchst irgendjemanden, der mit dir etwas zusammen macht. Denn du hast da etwas. Du hast da etwas, das etwas möchte und du möchtest Macht haben. Ich spüre das doch. Ich bin nicht blöd. Sieht wohl so aus. Ich möchte erstmal mehr Zeit für mich haben. Ich werde dich schon irgendwie noch auf meine Seite bekommen. Warum sollte ich jetzt eigentlich hier stehen bleiben? Ich habe alles gehört. Vergessen wir das. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, wie ich so war und es war nicht so wirklich richtig. Da hast du fast recht, aber es ist alles wieder okay. Ja, danke. Vielleicht sollten wir einfach nochmal von vorne starten. Hey, wie geht's euch so? Prime, hey. Was willst du jetzt hier? Ich habe beschlossen, dass ich nach den Fohlen, dass ich nach der Mutter, der Fohlenmutter, Prime. Dass ich nach der Mutter der Fohlen suchen werde. Zum Glück habe ich es geschafft. Was hast du gerade gesagt? Was du danach gesagt hast, Prime. Entschuldigung, ich bin nicht so. Ja, wollt ihr mitkommen? Prime, das kann man nicht so einfach machen. Man muss einen Plan haben. Der eine geht nach da, der andere, keine Ahnung. Zwei bleiben zusammen und... Okay, dann machen wir das so. Einer geht alleine und zwei gehen zusammen. Und wer wird das sein? Ich würde sagen, Prime bestimmt das. Er ist ja auch der Herdenchef. Ja, Amanda, wollen wir beide gehen? Ja, okay. Gut. Das ist gut. Ich verstehe schon. Ich gehe nach Norden. Shadow, du weißt doch gar nicht, wo du anfangen sollst. Ich weiß schon, was ich tue, glaub mir. Okay, dann suchen wir sie zusammen. Wuhu. Komm, wir gehen da lang. Das war echt peinlich. Was hast du gesagt? Nix. Stuart, da bist du ja endlich. Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Und Steve sucht dich auch. Stuart? Was? Stuart, sei nicht so blöd. Du bist Stuart. Ist dir das nicht klar? Ja, ich bin Stuart. Stimmt. Du bist nochmal wer? Ich bin Alex. Stuart, bist du irgendwie auf den Kopf gefallen oder so? Stuart, da bist du ja endlich. Wir haben dich gesucht. Steve. An meinen Namen konnte er sich nicht erinnern. Wir suchen eine Stute. Sie hat braunes Fell und weiße Miene. Und ein paar Blumen im Haar. Hat sie einen Mann? Also, ist er ein Schimmel? Ja, den hatten wir auch mal gefangen genommen. Also zumindest unsere anderen Gehilfen. Ja, sie haben noch zwei Fohlen. Ja, echt? Woher weißt du das? Weil ich mit ihnen geredet habe. Sie sind bei der Herde. Kannst du dich noch an dieses braune Pferd erinnern? Wie hieß es nochmal? Trix? Ja. Genau so. Woher weißt du das alles? Ich habe mit ihm geredet. Oh, ich wäre auch so gern so cool wie du, Stuart. Wir werden es gleich dem Chef erzählen. Dafür bist du befördert. Wenn du die Stute findest, bring sie zu uns, okay? Oder, ja, du weißt, wie es geht. Okay, super, ich muss noch was erledigen. Ich komme später nach. Bin auf dich, Kumpel. Was machst du? Ist okay, das gehört dazu. Machst du super. Bis dann. Steve, sei nicht so blöd. Sind sie endlich weg? Ja.
hoffentlich. Stopp. Was? Komm mir nicht zu nahe. Wo sind meine Fohlen? Was? Ihr hättet mich gefangen genommen. Ich hätte euch lieber gefangen nehmen müssen. Wer bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht dazugehöre. Du suchst deine Fohlen Theo und wie ist der andere? Theo, wo ist er? Und deinen Mann habe ich auch noch. Der ist in unserer Herde. Ein Glück, ich kann meine Fohlen wiedersehen. Du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin. Ja, komm mit. Oder warte, bleib kurz hier, ich komm dann gleich. Steve! Alex, ich hab sie gefunden. Stuart, du warst vorher so faul. Was ist jetzt mit dir passiert? Vielleicht ist er auf den Kopf gefallen und dann hat er ein neues Gehirn bekommen. Hör auf. Wo ist sie? Komm mit. Okay, ich bin wieder da. Du musst mir einfach folgen. Was war das? Nix, komm mit. 3, 2, 1. So, dich haben wir wieder. Warum seid ihr so? Ich wollte doch einfach nur meine Fohlen wiedersehen. Diese Macht. Die habe ich noch nie so richtig gespürt. Stuart, in welchem Film bist du? Ja, war Spaß. Hoffen wir mal. Lass mich doch einfach nur frei. Wir werden dich dem König bringen. Komm mit. Stuart, du hast eine gute Arbeit geleistet. Danke. Warum wolltest du eigentlich allein mit mir gehen? Sag das mal. Nein, es ist nicht so, wie du denkst, Amanda. Weißt du, früher noch, als ich dich so richtig mochte. Magst du mich jetzt nicht mehr, oder wie? Doch, klar, aber lustig, oder? Wie schnell es so vorbeigehen kann. Ha, ja, sehr lustig. Meinte sie das gerade ernst? Weißt du, warum magst du Prime eigentlich? Warum ich ihn mag? Ja, er ist ganz lustig und nett und so. Lief der mehr? Was, Prime? Nein. Wir sind nur Freunde. Wir sind nicht zusammen oder irgendwie so. Ich bin auch nicht in ihn verliebt. Manchmal sieht das so aus. Und selbst wenn, geht dich das doch auch gar nichts an, Prime. Ich bin aber der Herrenchef. Und ich bin die Tochter von Luna. Ja. Cool. Ich glaube, wir sollten mit dem Thema aufhören und einfach weitergehen. Es führt nichts zu etwas Gutem. Ja, das merke ich auch. Vielleicht sollten wir nicht mehr zusammenarbeiten. Vielleicht gehe ich meinen eigenen Weg, um sie zu suchen. Ich denke, das würde deutlich effektiver sein. Oder weißt du was? Du gehst allein und ich gehe mit Prime mit. Ich denke, das ist für jeden etwas Besseres. Amanda, wie kann man nur so kompliziert sein? Ich habe es gehört. Schön. Was tue ich denn jetzt? So Leute, das war die erste Folge der zweiten Staffel. Natürlich hoffe ich, dass es sie euch gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, wenn wirklich Sonne ist. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bleibt dran. Schreibt mir aber unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr diese Folge so fandet. Und ob ihr in der nächsten Folge denkt, ob Blackie sich der dunklen Magie sozusagen anschließen wird oder doch noch bei Amanda, Princess und bleiben wird. Würde mich halt mal interessieren. Genau. Bis dann. Ciao.